Let's do it. OPC, das steht für Opel Performance Center. Gemeint ist damit die Sportlerriege aus Rüsselsheim. Die Athleten heißen Astra, Zafira und Vectra. Erster offizieller Straßenauftritt der Hochleistungssportler Sizilien. Das ist ja mein absoluter Favorite, der Opel Astra OPC. Basis dafür ist der ganz normale Astra GTC, den wir auch schon in der scharfen 200 PS-igen Turbo-Version im Rahmen von Godas Motormagazin vorgestellt haben. Was haben die Ingenieure gemacht? Auf jeden Fall einen lupenreinen Sportwagen draus. Und wie haben sie es gemacht? Sie haben einfach ein wundervolles Package zusammengestellt. Motorisierungstechnisch ist die Basis natürlich der 2 Liter Turbomotor, allerdings aufgebaut auf 240 PS, der enormes Drehmoment. Und schafft super Fahrleistungen. 244 km/h Höchstgeschwindigkeit, 6,4 Sekunden braucht der Astra OPC für den Sprint von 0 auf 100 und das bei einem relativ günstigen Verbrauch für die Fahrleistungen zumindest. Also wir fahren mit rund 12,5 Liter auf 100 Kilometer spazieren. Zum ordentlichen Package gehört aber nicht nur ein wirklich fantastischer Motor, sondern mehr. Da gehört ein top abgestimmtes Fahrwerk dazu, IDS Plus in diesem Fall serienmäßig schon bei den Autos dabei. Super Radeln, ein tolles, exaktes Sechsganggetriebe und natürlich der Optik-Kit, der sich wirklich sehen lassen kann und aus dem Astra OPC ein scharfes Teil macht. Was versteckt sich hinter dem Kürzel OPC? Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist das Opel Performance Center GmbH. Das ist entstanden aus dem Motorsport. Und für uns stand die Performance der Autos im Vordergrund. Das heißt, auch eine Arbeitsweise, wie wir es im Motorsport gewöhnt sind. Und haben halt hier versucht, ein Gesamtpaket hinzustellen. Nicht eine Stärke, sage ich mal, nur eine Bremse oder nur viel Leistung, sondern dieses harmonische Gesamtpaket, dass du es als Fahrer auch umsetzen kannst, wie es halt im Sport ist. Und das ist uns, glaube ich, mit den neuen OPC-Modellen sehr, sehr gut gelungen. Wenn wir mit dem Astra anfangen, der hat wirklich die meiste Performance. Damit bin ich auch eine neue Rekordrunde auf der Nordschleife als Beispiel gefahren. Dann kommt der Zafira, der Siebensitzer. Der ist, sage ich mal, für sportliche Väter, die, sage ich mal, auch mal ein Fahrrad oder einen Kinderwagen hinten reinladen, aber trotzdem mal vielleicht am Wochenende auf die Nordschleife gehen wollen. Und dann der Vectra, auch als Caravan. Da war uns wichtig, dass auch der Vectra seinen Charakter beibehalten hat. Das heißt, der Komfort nicht zu kurz kommt, aber du trotzdem eine Performance hast von der Bremse, vom Fahrwerk und vom Motor. Understatement, das ist nicht das Ding der Rüsselsheimer bei den sportlichen OPC-Modellen und das merkt man in jedem Detail. Vorne gleich einmal bei der tief heruntergezogenen Frontschürze mit den prominent eingesetzten Nebelscheinwerfern. Da gleich 18 Zöller, richtig fette Wurzeln mit 225-40er Bereifung und dahinter liegend sieht man die großen Bremsscheiben mit den blauen Bremsbackeln. Es geht weiter mit den Seitenschwellern und endet natürlich in einem Heckspoiler, der nachhaltig für mehr Anpressdruck auf der Hinterachse sorgt und mündet in perfekten Sound, generiert durch eine wirklich feine und fett aussehende Auspuffanlage. Let's keep it friendly. Super sportlich natürlich auch der Innenraum im Zafira OPC. Was gleich mal auffällt, sind die blauen Carbonleisten, die ihres dazu beitragen, um den sportlichen Charakter auch in den Innenraum zu holen. Was aber wirklich fantastisch ist, sind die Recaro-Sitze. Die bieten unheimlichen Seitenhalt und wenn man da drinnen sitzt und das wirklich dicke Lenkrad in der Hand hat, dann passt man seine Fahrweise gleich dem sportlichen Look an, was die 6 Verbleibenden im Zafira Sitzenden nicht immer freut, dem Fahrer aber so richtig Spaß macht. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Groß, komfortabel und trotzdem sauschnell und wirklich heiß die Vectra OPC Modellreihe, die sowohl als GTS, also mit Fließheck, als auch als Caravan-Version gibt.
Anders als bei Astra und Zafira werkt hier kein 2-Liter Turbomotor, sondern ein 2,8 Liter V6 Turbo, der unheimliche 255 PS leistet. Auch das Drehmoment kann sich sehen lassen. 355 Newtonmeter, das bereits bei 1800 Umdrehungen zur Verfügung steht. Das heißt, eigentlich hat man eine Drehzahlkurve bzw. einen Punch von unten weg wie bei einem richtig starken Diesel. 254, das ist die Höchstgeschwindigkeit des Vectra OPC, heißt aber auch, dass die Rüsselsheimer nicht abgeriegelt haben und einfach der Fahrt freien Lauf lassen, und das macht richtig Spaß. Jetzt, sage ich mal, haben wir diese OPC-Produktpalette auch verstärkt, immer gepusht. Stehen jetzt hier, wie gesagt, mit unseren Modellen. Und jetzt merken die Leute so langsam, aha, dass ich da was getan habe, dass auch Performance da ist. Und jetzt kommt, sage ich mal, das Image weiter nach oben. Und jetzt begreift es auch langsam die breite Masse, dass wir mittlerweile tolle Autos bauen. Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was wrong like me?